Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute habe ich mal wieder ein Telefon von einem Underdog-Hersteller, und zwar von YumiDigi. Es ist das Bison Pro. Und in dem Falle bedeutet es wirklich, dass es drei Versionen gibt von den YumiDigi Bison. Und ich habe eben die Pro-Version. Das Gerät können wir entweder bei Banggood importieren oder bei AliExpress bestellen, auch direkt aus Deutschland. Da ist es allerdings teurer und kostet 189 Euro in der Version mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Es gibt noch eine Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Die kostet dann 211. Aber bei Banggood wäre dann Import, ist aber immer noch steuerfrei, steht auch extra da, dauert dann halt nur ein bisschen länger, da kostet die Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher 156 Euro. Okay, und das ist jetzt schon mal preislich eine ganz andere Ansage, würde ich sagen. Aber passt mal auf, es ist ein Outdoor-Telefon und damit nach IP68 und nach IP69K staub- und wasserdicht. So halt ein typisches Außentür-Telefon, ist auch ein bisschen robuster gebaut, um halt mal den ein oder anderen Sturz zu überleben. SoC, da kommt der Helio G80 zum Einsatz. Und da wissen wir, ne, das ist hier kein 6580, da bringt schon ein bisschen Leistung mit. Für alle, die jetzt hier mehr wissen wollen, der wurde im ersten Quartal 2020 vorgestellt, in 12 Nanometer gefertigt, ist natürlich ein 8-Kerner 2 plus 6, also zwei leistungsstarke Kerne, die auf 2 GHz takten und 6 stromsparende Kerne, die auf 1,8 GHz takten. Als Grafikeinheit kommt die Mali G52 MC2 daher, 2 Kerner taktet mit 950 MHz, also insgesamt gar nicht mehr so schlecht, definitiv. Aber vor allem halt in den Preisbereichen, dürfen wir nicht vergessen, welchen Preisbereich wir uns befinden. Die Hauptkamera ist ein 48-Megapixel-Sensor mit Blende 1.8, dazu eine 16-Megapixel-Ultraweitkamera, steht leider, ach doch da, 117 Grad, oh, ist okay. 5-Megapixel-Makro-Kamera, die Selfie-Kamera, die löst mit 24 Megapixel auf, Blende 2.0. Der Akku misst 5000 mAh und wird über USB-C mit maximal 18 Watt geladen. Das Display, YumiDigi gibt es hier, Full HD Plus Panel, super, 2340x1080, natürlich IPS. Pixeldichte 409 ppi. Absolut scharf, definitiv. Wird geschützt von Corning Gorilla Glass 3. Immerhin nicht die neueste Klasse, aber in dem Preisbereich sind wir dankbar für ein hartes Glas. Typ kapazitive Berührung. Oh, kein resistives Display. Konnektivitäten, Dual Wi-Fi, A, B, G, N und AC. Wir haben Bluetooth 4.2, nicht ganz aktuell. OTG, jawoll. Steht da, Banggood, super geil, jawoll. NFC, jawoll. NFC ist auch dabei, super. Wir haben den 3,5 mm Klinkenanschluss, ist auch dabei. Wir haben übrigens zusätzliche kapazitive, ach Quatsch. Wir haben zusätzliche mechanische Tasten. Finde ich auch richtig gut. Wir können wieder die Temperatur messen. Ist wieder Thermometer mit drin verbaut. Ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal von YumiDigi. Finde ich gut. Man soll ja ein bisschen zeigen, dass man auch was anders machen kann. Ja, dann gibt es noch diesen Militärstandard 810G, der hier erfüllt wird. Allerdings, das nenne ich jetzt in Zukunft nicht mehr, weil dieser Standard selbstverpflichtend ist. Also der Standard selber ist zwar festgelegt, aber ob der eingehalten wird oder nicht, und das auch in welchem Umfang, das legt der Hersteller selber fest. Deshalb ist das für mich völlig aussagelos. Aber ich darf mal festhalten, das Datenblatt ist für 150 Euro auf jeden Fall richtig gut, richtig solide. Und es handelt sich eben hierbei um ein Outdoor-Smartphone. Es ist also robuster und selbstverständlich wasserdicht. Denn das sind Geräte in dem Preisbereich nie, außer es sind eben Outdoor-Smartphones oder Rugphones oder nennt es wie ihr wollt. Schön, haben wir das Datenblatt also durch. 265 Gramm, das kann ich schon mal spoilern, steht drin, das geht jetzt natürlich ein bisschen schwerer, aber ich finde für ein Outdoor-Smartphone geht das noch klar. Auch Gerätestärke ist mit 12,7 mm natürlich mehr als überdurchschnittlich. Okay, dann, gerber Karton, ne, dann Poco. Und wo ist das Telefon? Ja, habe ich schon durchgetestet. Dazu kommen wir gleich. Gebrauchsanweisung. Hier ist natürlich ein Ladegerät dabei. Soll ja irgendwie Premium-Hersteller geben. Ne? Die gönnen euch im 1000-Euro-Bereich kein Ladegerät. 12 Volt, 1,5 Ampere. Ja, das sagt uns, ja, 18 Watt. Also auch ein Schnellladegerät. 18 Watt geht schon klar. Hier noch ein rotes, ja typisch für YumiDigi, ein rotes USB-C-Kabel. Und das war es im Großen und Ganzen. Ja, ein Case ist nicht dabei, weil es ist ja ein Outdoor-Smartphone, da brauchen wir das auch nicht. Und da wäre es ja auch schon. Und hier die Folie, die können wir mal noch runternehmen. Auf der Rückseite. So, vom Design her sieht es eigentlich ganz vernünftig aus, würde ich sagen. Wir haben hier eine matte Rückseite. Das ist alles wieder schwer gummiert. Hier ist eine Öse. Na, könnten uns das eine Handschlaufe dran machen. Eine USB-C auf der unteren Seite, ein Mikrofon auf der oberen Seite mit dem Klinkenanschluss. Hier ist das Kameramodul, relativ zurückhaltend. Weil das ist blind. Nee, das ist Thermometer drunter, ist nicht blind. Drei Kameras, Thermometer und hier ist ein LED-Flash. Sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Hier Bison Pro und noch so ein Symbol. Das sieht aus wie ein Hirsch oder keine Ahnung, ein Pilz auf Droge.
Der Pilz hat Pilze genommen. Auf der rechten Seite jede Menge Tasten. Power on, Lautstärke-Tasten getrennt und hier ist halt eine zusätzliche Taste. Und auf der linken Seite haben wir noch eine zusätzliche Taste. Super geil. Und hier haben wir einen Fingerabdruckscanner. Ist hier leider nicht unter den Power on-Taster, finde ich eigentlich besser. Ja, das ist also hier rein kapazitiv und eben nur für euren Finger. Ja, hier ist dann noch der SIM-Schlitten. Lässt sich dann hier auch mit dem Fingernagel rausholen. Ja, braucht da also nicht unbedingt ein Tool für. Und es ist ein Kombo-Schacht, also SIM-Karte und SIM-Karte oder SIM-Karte und Micro-SD-Karte. Wir können den Speicher selbstverständlich erweitern. Da haben wir soweit alles. Ja, sieht ganz vernünftig aus. Also für ein Outdoor-Telefon ist es eigentlich relativ kompakt. Okay, die rechte Taste ist hier mit der Kamera belegt. Und da steht hier in Underwater. Okay, jetzt ist es weg. Wir können natürlich dank dieser Taste unter Wasser Fotos machen. Das Ding ist ja wasserdicht. Denn der kapazitive Screen, der funktioniert unter Wasser nicht richtig. Also der Touch. Deshalb brauchen wir mechanische Tasten. Und da können wir also Fotos machen, wie mit einer klassischen Kamera, falls die einer noch kennt. So, gerade bei den jüngeren Zuschauern können wahrscheinlich damit gar nichts mehr anfangen. Die wissen nur, ja, Fotos hat man schon immer mit dem Telefon gemacht, ist ja klar. Ja, Wählscheibe und auf der Rückseite halt eine fette Kamera. Die wissen nur, ja, die älteren Telefone, die haben wir dann nur schwarz-weiß fotografiert. Ich muss den Modus dann hier auch über die Taste verwenden. Also es wird ein spezieller Unterwasser-Kamera-Modus aktiviert. Der nimmt gar keine Eingaben über den Touchscreen auf, wenn er in diesen Unterwasser-Kameramodus ist. Das ist absolut sinnvoll, seht ihr, weil es nämlich unter Wasser zu Fehleingaben kommen kann. Und ich kann ziemlich safe Unterwasser-Fotos machen. Da hat Humidity richtig mitgedacht und ich bette den Modus über den Power-On-Taster, was absolut Sinn macht. Super. So, und ich muss unbedingt langsam am Mittag essen. So, auf der linken Seite diese zusätzliche Taste, ne, die zusätzlichen Tasten sind auch orange markiert, dass man das ein bisschen unterscheiden kann. Ja, das ist dann für unser Thermometer. Wird jetzt gestartet und jetzt habe ich hier Measure, ist auf Englisch, weil es halt eine App ist, ein eigenes Feature hier von Humidity. Es gehört also nicht zu Stock Android, jetzt kann ich People, Objects und Records machen. Und People, halt Menschen, ne? Objects, kann ich jetzt halt zum Beispiel die Temperatur von meiner Maus nehmen. Der Temperaturbereich ändert sich, ne, von 0 bis 60 Grad, würde bei Menschen nicht viel Sinn machen. Also bei 0, ne, ist man in der Regel tot und bei 60 Grad ist man in der Regel auch tot. Machen wir mal Measure und ja, meine Maus hat 17,4 Grad. Also wir merken, so super warm ist es hier bei mir im Keller nicht. Ich kann mir Wärme nicht leisten. Ich bin armer YouTuber. Mal schauen, ob ich noch fiebrig bin. Ich war ja kürzlich krank. Ja, ich bin jetzt bei People. Ja, da habe ich 35 bis 42 Grad. Das macht schon mehr Sinn. Aber ich glaube, bei 35 Grad, da geht es einem auch nicht mehr so gut. So. Und 35,9 Grad. Das steht allerdings auch extra da in der Beschreibung, im Angebot und auch im Gerät, glaube ich, selbst irgendwo. Ich kann noch skalibrieren, kann ich es noch. Dass man das nicht als medizinisches Gerät verwenden soll. Das ist es auch nun mal nicht. Es ist eher so als Richtwert. Warum die das gemacht haben, denke ich mal, ist klar. Oder in Corona, denke ich mal. Das ist wie bei einem Thermometer in einem Smartphone. Ist, glaube ich, Infrarotthermometer. 35,9, glaube ich, exakt der gleiche Wert. Es wird ja auch eine gewisse Messtoleranz auch direkt mit angegeben, die, glaube ich, auch höher ist als bei medizinischen Thermometern. Also könnt ihr zum Beispiel die Temperatur im Kühlschrank messen, dass ihr wisst, okay, wir vergammeln jetzt hier nicht alles. Okay, dann schauen wir uns mal hier im Einstellungsmenü um und ich habe es eigentlich schon gespoilert. Es ist ansonsten Stock Android, ne? Machen wir über das Telefon und dann sehen wir hier, läuft alles auf Android 11. Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher und wir sind mit dem Sicherheitsstand auf dem 5. Juni 2021. Humidity, ja, bringt auch Updates raus. Aber hier könnt ihr mit maximal so ein Jahr Update-Support rechnen. Seht da ist auch schon eine Systemaktualisierung. APN-Parameter optimized, other minor bugfixes and system optimizations. Kann sein, dass dann hier schon der Sicherheitsstand aktualisiert wird. Ich kann das später nochmal in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren nachreichen, ob das auch dann hier der Fall ist. Wir schauen uns mich jetzt erstmal die Benchmark-Werte an. Ihr seht da, Antutu schon installiert, leider hier nur mit 3D Bench Lite und der gibt aber irgendwie bei GPU immer 0 aus. Wir kommen auf 160.617 Punkte. Ohne GPU-Test. Das darf man nicht vergessen. Und da muss ich sagen, in dem Preisbereich ist das ein grundsolider Wert. Hier läuft Android 11 auch. Ich habe es ja nun eine Zeit lang verwendet. Läuft auch echt alles richtig vernünftig. Ihr seht ja, es gibt keine großen, muss ich aufpassen, ne? Das war gescreenshottete Onscreen-Tasten hier, die Navigationstasten von Android. Hier läuft eigentlich alles super. Also keine großen Animationsübergangsruckler und auch wenn wir uns hier im Google-Feed mal so ein bisschen durchscrollen, ja, dann hängt es höchstens an der Internetleitung, dass er das nachlädt, aber es läuft alles richtig gut. Ja, ist ein 60-Hertz-Panel, aber von der Performance her ist hier alles grundsolide. Das sieht man hier auch schon mal in den Wert. Wir haben eine Temperaturerhöhung ja, von gerade mal 1 Grad. Das ist praktisch gar nichts. Geekbench 5 gibt uns hier 350 Punkte im Single-Core und 1276 im Multicore aus.
Okay, habe ich zweimal gescreenshottet, dann habe ich hier noch gar nichts gescreenshottet und hier noch der ROG 3.0 Performance Test mit 7046 Punkte. Richtig solider Wert, bin ich echt zufrieden. Und hier nochmal gescreenshottet. Hier noch die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers und sagen wir mal, die sind im Preisbereich ganz okay. Okay, zeige ich euch mal noch die Kamera. Das Haufen Datenblatt ja schon mal ganz vernünftig aus, aber wie schlägt die sich nun in der Praxis? Und da blende ich euch mal ein paar Fotos ein. Und da kann man sehen, erstmal die Kameras, die sind auch alle so wie beschrieben vorhanden. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, liefert in der Praxis auch ein gutes Ergebnis ab. Ist mal schwer zu vergleichen, weil es sich bei einem Auto-Smartphone handelt, aber von der Schärfe her und auch von der Farbwiedergabe her, leider war es an dem Tag wirklich ganz schön verregnet gewesen, sodass ich die schönen Wetterleistungen nicht sehen konnte. Aber wir sehen, Schärfe und Farbwiedergabe ist ganz vernünftig. Der Weißabgleich und Autofokus arbeiten zuverlässig. Da wurde nicht ein Bild verhauen, auch so der automatische Helligkeitseinstellung. Also das ist ja alles, die Kamera App ist an sich schon ganz gut gemacht. Ja, sicherlich ist der Humidity nicht Spitzenreiter, was die Softwareoptimierung angeht, aber in der Praxis und in dem Preisbereich kann man damit ganz vernünftige Fotos machen und kann sich auch mal auf einem größeren Bildschirm anschauen. Also da bin ich insgesamt sehr zufrieden. Auch was die Frontkamera angeht, kann man ganz gute Fotos machen. Sogar auch ein Video, das habe ich versehentlich gemacht, aber zeigen kann ich es euch auch trotzdem. Da blende ich euch noch ein Video der Hauptkamera ein. Ja, weder Front noch Hauptkamera sind natürlich videostabilisiert. Das haben wir in dem Preisbereich auch, glaube ich, auch überhaupt gar nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil es für die Qualität extrem mal Höhen im zweiten Gimbal verwenden, aber zusammenfassend kann ich sagen, dass die Kamera in den Preisbereichen einen guten Job abliefert. Ja, der Lautsprecher ist eigentlich ganz gut. Scheppert ein bisschen, ist natürlich nur Mono, wobei der auch bei 100% dann anfängt zu verzerren, dann wird es ein bisschen unangenehm. In dem Preisbereich kann man sich mit den Videos anschauen, man kann auch damit zocken, das ist schon okay. Was den Digitizer angeht, ja, der ist schnell, ihr könnt also schnell hintereinander wegtippen. Und was Vibration angeht, also das haptische Feedback beim Schreiben, das ist eigentlich erstaunlich gut. Also der Vibrationsmotor ist in der Lage, relativ feine Vibrationen wiederzugeben. Und was das Display angeht, erreicht es eine maximale Helligkeit von 427 Lux oder maximale Helligkeit. Und das ist eigentlich gesagt ein ziemlich guter Wert. Und das ist auch das, was man von Outdoor-Telefon erwartet, weil da ist man ja, naja, wahrscheinlich schon eher mit unterwegs. Und bei entsprechender Sonneneinstrahlung kann man hier das Display immer noch ganz gut ablesen. 420 Lux ist eigentlich überdurchschnittlich. Ja, das Point ist jetzt bei der Farbe schwarz. Ja, oh, ja, habt ihr ja gesehen. Er leuchtet natürlich volles Brett, weil es ja kein AMOLED-Panel ist, ja mit Hintergrundbeleuchtung. Und da sind die Schwarzwerte natürlich entsprechend mäßig. Aber trotzdem habt ihr ja gerade gesehen, die Farbwiedergabe ist ganz vernünftig. Und Multitouch können wir ja gerade auch mal machen, wenn wir dabei sind. Und, oh, das ist nicht so gut. Das ist aber bei 4. Das ist aber, wenn ich das Telefon auf den Tisch lege. Ne? Ich weiß nicht genau, warum das Problem da manchmal mit dem Multitouch entsteht. Aber wenn ich es dann in der Hand halte, dann kommt der locker auf die 7, weil mehr kriege ich gerade nicht drauf. Ich muss das Telefon auch noch festhalten. Machen wir noch einen Farbbalkentest. Und ja, ihr könnt auch mal so ein bisschen die Blickwinkel betrachten. Und die sind vernünftig in dem Preisbereich und bei der Display-Technologie. Ich denke mal, viel mehr kann man da eigentlich nicht erwarten. Also, das Bison Pro. Das kann man übrigens auch bei Amazon kaufen. Verlinke ich euch auch noch in der Videobeschreibung. Habe ich vorhin jetzt nicht gesehen. Am günstigsten ist es aber im Moment als Import bei Banggood und vor allem auch richtig attraktiv. Outdoor-Smartphones sind immer noch so eine kleine Nische, wo sich vor allem die chinesischen Underdogs drauf stürzen. Aber das ist eigentlich ziemlich erfolgreich. Das Bison Pro ist halt für alle geeignet, die, naja, irgendwo eine Pro-Version von einem Outdoor-Smartphone brauchen. Weil wir haben hier das Full HD Plus Panel. Das ist natürlich schärfer als die Standard-HD-Panel, die wir normalerweise in Outdoor-Smartphones vorfinden. Außer mal wir den G8 und der auch schon ein bisschen Reserven liefert. Dieses kleine Feature mit dem Thermometer ist ein Alleinstellungsmerkmal von Humidity. Dieses kleine Feature mit der mechanischen Taste, natürlich nur in Verbindung damit, dass das Gerät auch wasserdicht ist, finde ich, ist auch irgendwo ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Humidity. Ihr könnt mit dem Gerät halt ins Wasser springen und könnt unter Wasser Videos machen oder ihr könnt halt Fotos machen. Außer ihr springt in irgendeine braune Pampe, dann sieht die Kamera natürlich auch nichts. Arbeitsspeicher, ja, mit den 8 GB, also 4 GB reicht vollkommen aus. Aber bei der Preisgestaltung kann man die 8 auch gleich mitnehmen und dann ist man ja bis... Ja. Flaschenhals ist mir jetzt nicht aufgefallen. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich top. Danke euch immer fürs Zuschauen. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren für noch mehr China-Marken, für noch mehr Smartphones aus China und Tablets. Ne? Ein Chubi-Tablet habe ich gerade auf dem Tisch. Teste ich gerade durch, mache ich parallel, während ich noch das Review hier gemacht habe. Ja, ich habe gerade echt viel da, wie es halt zum Jahresende immer der Fall ist. Für euch ist es natürlich positiv, je mehr Tests, umso besser. Vielleicht ist ja auch das Gerät dabei, auf das ihr gewartet habt. Ich danke euch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.